Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pangobas, dem Let's Play-Projekt zu Minecraft mit dem Modpack. Ja, Minecolonies Adventure, Dimensional Adventures, genau. So, Limonen. Wir machen uns heute, was haben wir? Wir haben Effizienz, okay. Eine neue Spitzhacke also. Und verzaubern die. So. Und versuchen einfach mal Glück oder Haltbarkeit drauf zu bekommen. Wäre schön. Da haben wir auch nochmals Effizienz. Okay. Haltbarkeit. Erfahrungsschub und Effizienz. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch Glück drauf. Können wir nochmal eine machen? Ich habe sonst nirgendwo Glück. Wir hoffen einfach mal, dass wir da noch Glück drauf bekommen. So. Erfahrungsschub. Das nehmen wir jetzt mal nicht. Ich könnte eine Eisenspitzhacke machen. Dafür aber Holz. Haben wir hier, ja. Birkenbäume. So, haben wir da einen Sitzen? Dankeschön. Oh, nein! Lull. Nochmals hoch. So, wunderbar. Also, ich brauche Holz. Ich brauche Sticks. So. Jetzt. Eben, ich brauche Eisenspitzhacken. Ja, dann noch ein Eisenschwert, dann so schnell wie möglich haben. Da reichen aber. Effizienz. Schade. Das nochmals Erfahrungsschub. Haltbarkeit. Okay. Schade. Funktioniert jetzt noch nicht so gut. Jetzt haben wir zu wenig Levels. Ich muss jetzt einfach mal mit dieser arbeiten. Die machen wir wieder rein. Die nehmen wir mit. Das legen wir rein. Und jetzt haben wir einfach noch die Backpacks voll. Ja, eins ist voll. Das reicht aber. So. Jo, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Das ist da drüben. Also das sicher mal brauchen wir. Nehmen wir das Schwarzeichenholz mit. So, das reicht jetzt mal. Und Setzlinge könnte ich eigentlich auch mitnehmen, aber wir haben einfach fast gar nichts mehr. Das Problem ist einfach, dieses Mod, da unten hat es mehr Setzlinge, gut. Dieses Modpack mit dem Bane von Bäumen. Es funktioniert nicht so ganz, also es kommen zu wenig Setzlinge runter. Das ist einfach das Problem. Und ein paar möchte ich denn schon noch die haben. Ah, das sind Denses. Okay, gut. Gehen wir mal rüber und schauen einfach mal, was wir bauen können. Das Beweisische Weapon. Colony Science. So, platzieren wir einfach mal, also hier ist der Wegpunkt. Den muss ich mal kurz markieren. So. Dann machen wir einfach mal das Camp. Nicht ganz in die Mitte, da möchte ich das Rathaus machen. Also ich müsste es eigentlich dort machen, wo ich die Stadtmitte habe. Und nicht ganz, aber muss nicht das Rathaus dorthin. Okay, dann machen wir das einfach mal so, dass das Versorgungscamp hier am Fluss ist. Ich hoffe einfach, das geht gut. So. Gut, jetzt müssen wir kurz schauen. Das ist drehen. Ich sehe nämlich nichts. Switchpack. Genau, ich möchte gerne... Wow, ein Archwood gibt es auch noch. Littleton.
Dark Oak, das wäre doch cool, aber das ist so schwierig. Jungle Treehouse ist halt auch sehr schwierig. Ich möchte eigentlich das mit dem Holz, also mit dem, nicht Dschungel, sondern einfach normales Langhausstadt. North Urban Beach. Space Wars. Wir können Tatooine machen. Steampunk Frontier. Frontier ist ein bisschen, ja, wenig. High Magic, das wäre doch etwas für hier. Ziemlich schwer, scheinbar. Byzantin. Also es gibt dieses eine nicht mehr. Das war eine alte Version. Gibt es nicht mehr. Also es gibt einen Dschungelbaumhaus. Stadt. Und es gibt eine Abendsavanne. Jetzt müsste man uns entscheiden können. Es wird so heftig aufwendig sein, diese Bäume ständig herzuholen. Ich glaube, das können wir einfach nicht machen, weil es einfach nicht das Mopac dafür ist. Also Desert Oasis möchte ich gerne machen, wenn es Wüsten gäbe. Pagoda. Ja, das ist eher. Sehr Cherry Blossom. Das wäre ziemlich schön, aber passt das hier hin? Königsches? Es ist Stalagmit Caves in irgendwo unterirdisch machen, das wäre so cool, aber so aufwendig. Also, ich muss mich ein bisschen entscheiden. Also, das Birken, Ding hätte ich auch gerne. Gibt es nicht etwas mit Magie? Also, doch, es gibt etwas mit Magie. Die Pagode oder das mit Magie? Shire ist auch cool, aber zu modern gerade. Also das Magie ist hier unten. Ist ein bisschen aufwendig scheinbar. Es hat halt viel Azalee und das kann man nicht so gut farmen. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen blöde. Ja, das ist sehr teuer. Ne? Antik auch. Sieht leider die Bilder nicht so gut. So Arbon Beach wäre natürlich für den Anfang cool, aber ich denke, ich einfach das nehmen. Ich möchte schon etwas Anspruchsvolles. Inka wäre cool hier. Ja, da müsste es aber ein bisschen hügelig sein. Also, ich nehme, glaube ich, Pagoda. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme Pagoda. So, und jetzt sehe ich eben nicht, wie. So ungefähr. Jo, ich bin so richtig drin. Jo, ist eigentlich gut gesetzt. Okay, schade, dass man das nicht so gut anschauen kann. Ich dachte früher, es geht besser. Aber nein. Also ein Rathaus hätte ich noch hier noch drin. Und das Bildtool. Ich nehme jetzt einfach das Rathaus von hier. Wenn ich jetzt das nehme. Okay, dann nehme ich das andere. Okay, nein, ich möchte einfach nicht das haben. Nein. So. Genau hier. Dann nehme ich das andere. In die Richtung. Dann machen wir hier einen schönen Weg. Und das Rathaus muss ja eigentlich jetzt in die Mitte gehen. Ich möchte eigentlich so die Stadt. Warte kurz. Ja, ich möchte die Stadt eigentlich.
genau hier oder so haben. Ich möchte den Fluss eigentlich so ein bisschen als ich möchte oben, denke ich mal, das Militär haben. Dann muss ich ungefähr das Rathaus hier setzen. So direkt hier am Abgrund, hinter dem Abgrund, ins Öl rein. Ich denke ungefähr hier, oder? Das ist ziemlich schön. Noch ein bisschen hier drüben. Ich mache das einfach hier hin. Ja. Pagoda, Adduction, Decorations, Agrikultur, Militär, Mystic Soul, Fundamentales. Aha. Nein. Ich sehe gar nichts. So ist ungefähr gut. Switchpack. Ja, das ist ja das Gleiche. Okay, mitten im Öl. Mitten im Öl. Wo es einfach nur gut ist. So. Also. Ja, das ist weniger gut. Das Öl muss ich einfach wegmachen. Da flackert auch irgendwas. Ja. Okay. Und wo ist der Ausgang? Ich komme nicht raus. So. Wieso backt denn das hier so? Okay, es ist weg. Es einfach eins höher machen und so. Fundament Ton hell. Plus. Plus. Ist ein bisschen zu hoch. Ja, ich möchte es eigentlich schon ein bisschen höher haben. So. Wow. Und jetzt ist er hier oben und müsste eigentlich jetzt gebaut werden. Okay, das ist mal das Rathaus. Und wie ich jetzt die Bauhütte und so mache, weiß ich leider noch nicht. Oder ob jetzt irgendwo NPCs ankommen, kann auch sein. Aber okay. Dann machen wir doch einfach mal so ein Podest hier. Weil die Übersetzung ist halt einfach nicht so richtig, oder? Es wird nicht gesagt, ja, gründe eine neue Kolonie, sondern eine neue Kolonie, Ding. Der erste Siedler ist angekommen, das ist sehr gut. Also, ich möchte gerne von dir wissen, ob du irgendwie Bauherr oder so. Stimmung, wachende Kolonie, Eltern unbekannt, Kinder. Jetzt. Aufträge seltener. Okay, ist einfach Verteidigung. Bauoptionen. Aha, die Sachen braucht's. Ah, nee. Ja, gut. Ich wollte es nicht aufnehmen. Bauoption. Bauarbeiter. Gebäude errichten. Stadtkarte. Ah. Hat sich viel verändert scheinbar. Das natürlich, der Mod ist natürlich immer in Arbeit, im Bau.
Wow. Kolonieflagge kann man auch machen. Okay. Gesamtzufriedenheit, Sättigung. Jo, noch eine ist gekommen. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt hier etwas macht und wo die hingehen auch. Geht der hin? Was machst du hier? Du wirst sterben. Komm zurück. What's it today then? Ja, aber kannst du nicht ein bisschen zurückkommen? Okay, ich muss noch wissen, wie man die Bauhütte und so macht. Oder was man genau machen muss. Auf jeden Fall sollte ich einfach noch mal kurz einfach auf friedlich machen. Sonst kommen die Monster und greifen sie an. Ist nicht so gut. Haben wir ja gesagt, machen wir. Damit wir ein bisschen in der Ruhe. Okay. Bauen können. Holzkohle, cool. Oh, ich habe mich jetzt gerade hier registriert mit dem Bett. Okay. Ich brauche diese Waren. Und die Waren muss ich dann irgendwo reintun oder so. Wie mache ich das hier zu? Ich habe jetzt. Ja, ich könnte schon. Bitte einfach nicht herunterstürzen, gell? Bauoptionen. So viel Erde? Gebäude errichten. Ja, ich komme jetzt momentan nicht weiter. Also ich muss das wahrscheinlich alles craften zuerst. Das wird wahrscheinlich auch sehr viel kosten. Also ich müsste eigentlich hier. Lol, hier ist ein Stollen hier unten. Muss wahrscheinlich einfach. Es besser platzieren, das Rathaus. Geht nicht so gut hier. Wir mal kurz schauen, was hier unten alles ist. Es sind mehrere Büsche, die ich schon habe. Nickel, ne? Nein, habe ich noch nicht. Oder doch, wahrscheinlich schon. Egal. Jo. Ist nicht so ein großen Stein, ne? Okay. Das ist auch Kupfer. Ja, machen wir das, wenn wir dann Monster wieder anhaben können. So kann ich das nicht mehr einsammeln, habe ich schon das volle Inventar. Uiuiui. Zu viele Sachen mitgenommen. Ja. Schlicht. Also gut. Noch mehr. Okay, dann gehen wir kurz zurück. Wo haben wir die Kisten mit dem? Genau hier. WC-Zeugs, dem Wassertempel-Zeugs. So, die tue ich auch mal rein. Also ich muss jetzt zuerst einmal scheinbar nach dem Mod suchen. Geht es zusammen? Ja. Also ich brauche eine Bauhütte. Das sind einfach Planks, eine Tür und das Beet-Tool. Okay. Eine Tür machen. Ja, dann machen wir einfach links. Eine Tür. Wahrscheinlich so, oder? Was ist das Bild? Ja, die Bauhütte. So. Und zwar brauche ich noch nebenbei
Wo ist es? Also es wäre gut, einen Holzfällerlager zu haben, natürlich. Wenn wir jetzt momentan eher Holz brauchen. Also ein Stein, also ein Bergwerk bräuchte ich dann. Aber ich brauche auch Essen, oder? Also brauchen wir noch eine Plantage. Betonmischer. Bienenhaus. Ein Blumenladen. Ja, Blumenladen natürlich. Wieso nicht? Steinbruch. Okay. Also gut wäre ein Steinbruch und Planagenfeld. Ein Regal. Haben wir irgendwo hier oben Steinmetz? Ist so eine Steinschmelzerei für was? Ah, zum große Dinger. Wachturm. Also Steinmetz können wir ja noch nicht machen. Bäckerei, Kaserne, Lagerhaus, Hühnerhof. Also doch das untere. Also doch das Bergwerk noch machen. Planks, eine Holzspitzhacke. Okay. Holzspitzhacke. Hey, geh weg. So. Dann wieder die Planks. Das Bildtool. So, Berg weg. Dann Bauernhof, habe ich doch gesehen. Eine Steinhacke. Ja, ich habe keine Steine. Das ist doof, wenn man keine Steine hat. Bruchstein. Haben wir noch ein bisschen Holz. So. Ah. Eine Steine, okay. So. Dann die Planks, Building Tool, alles herum. Sogar zwei. Und dann brauche ich noch als letztes der Holzfäller. Da irgendwo hier oben. Wenn man das nur irgendwo sehen würde. Das ist auch komisch angeordnet, also ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist. Ist es einfach die Forsthütte? Kann das sein? Also machen wir die Forsthütte. Ja, Holz relaxed. Okay, gut. Aber das habe ich ja am Anfang ein bisschen überlesen, weil es nur Forsthütte ist, oder? Der Base-Tool ist nicht hier. Ach komm, ey. Muss ich jetzt alles wieder reinlagern? Geht einfach auf den Keks, wenn das Inventar so mega gering ist. So, kurz schlafen. Minecraft hat einfach mit Abstand das kleinste Inventar für die meisten Items EU-West. So schlimm. So, jetzt. Also gehen wir gleich mal rüber. Jo, und jetzt müssen wir einfach die platzieren natürlich. Also der Forstwirt mache ich am besten hier. Also, ich würde ihn gerne zum Beispiel hier haben. Ungefähr hier. Ah, ich brauche nicht das Rathaus, ich brauche nicht die Bauhütte, ich brauche die Forsthütte. Ja.
Robert ist on the right. Wo ist hier rechts etwas? Ich sehe nichts rechts. Also ich tue jetzt einfach mal die Forsthütte so platzieren. Sollte ja eigentlich gut sein. So. Jo. Eins hoch vielleicht. Ah. Kann ich das nochmal umsetzen? Scheinbar ja nicht. Ach, das ist doch doof gemacht. Wenn man schon so schlecht platzieren kann, kann man das wenigstens umsetzen, oder? Ich habe die Building Wand benutzt. Also lassen wir es hier. So, dann haben wir als nächstes das Bergwerk. Das setzen wir, das können wir ja dorthin setzen, wo der Ding ist, der Wald. Zum Beispiel hier hin. Jetzt eins weiter hoch. So. Ist das gut? Überschneidet das? Okay, das ist viel zu. Das ist. Komm schon, lass dich abbauen. Mein Gott, ist der Mod einfach nur nervig gemacht. Ich weiß noch, ich habe früher mal ein großes Let's Play daraus gemacht. Also mehrere Parts habe ich in gro eine große Stadt gemacht. Und da war der Mod noch viel besser. Es fehlt einfach an dieser Steuerung irgendwie gerade. Und der Übersicht. Wie groß ist denn dieses? Boah, ist ja unglaublich, dieses Bergwerk ist ja riesig groß. Das war damals nicht so. 100%ig nicht. Und können die NPCs jetzt mittlerweile auch die Dinge einsammeln? Diese Items, die sie niederlassen. Also. So, trotzdem. Okay, das sollte eigentlich jetzt gehen. Ja, ist zusammen. Dann die Bauhütte muss natürlich irgendwo hier vorne sein. Sollte. Ich mache die hier drüben, weil sie in die Richtung ja auch geht. Auch hier drüben hin. Da auch eins weiter oben, also hier. Trotzdem. Das geht gut. Und genau das Bergwerk. Hä? Was habe ich jetzt hier hin platziert? Wieso habe ich jetzt drei Bergwerke? Nein, das ist der Steinbruch. Das ist ein Bergwerk. Ich habe ihn für das Bergwerk für Top, ja, nochmals kopiert. Okay. So sollte es eigentlich jetzt gehen. Und wenn wir jetzt hier beim Baumeister, also Ding. Bauhütte. Schauen, was wir brauchen. Okay. Also Bauoption, bitte sofortiges. Sammelprio. Minimalbestand. Rezeptmodus. Auffüllblock. Erde, ja. Scheren. Da könnte ich eigentlich der Auffüllblock wechseln, weil ich habe nicht so viel Erde zu eigentlich Kobbel oder so. Und ich könnte mal Stein verwenden und Stein einfach brennen. So. Ist ja auch ein bisschen realistischer, wenn es Stein ist. Und benötigte Ressourcen. Also ich denke, er macht jetzt mal das Rathaus zuerst und da braucht es halt sehr viele Blöcke, weil das ein bisschen in der Luft ist und drunter halt riesige Ding ist. Bauoption. Ich soll nicht so viel Erde hinkriegen. Ah. Und wie soll ich diese Sachen, wo soll ich die Sachen hin
klatschen, oder? Das ist jetzt die Sache. Oh, man schon denkt, so wie umständlich das einfach gemacht werden muss. Und wie viel wir dann brauchen. Okay, da ist das Inventar. Also das heißt, ich tue die Sachen, die ich denke, er braucht, sie mal hier rein. So. Und die anderen Sachen machen wir kurz in die Hütte. Und dann müsste ich eigentlich auf dem nächsten Part diese Sachen erfahren. Weil, ja, das wollt ihr wahrscheinlich nicht zuschauen, weil ich 310 Blöcke sammle und so weiter. Also. Gut, das Bildtool lassen wir auch mal hier, das brauchen wir nur hier. Und der Rest, ja. Na gut, also Stein ist ja möglich, oder? Aber Erde, soll ich die Erde herholen? Es gibt schon unterirdische Erde viel. Aber ich gehe jetzt einfach mal mehr nach Norden von diesem Ozean, wo wir im letzten Part waren. Und dann sollte es eigentlich gut gehen. Das Öl, das runterkommt, dann schon gehen. Also jetzt schauen wir mal, wo die zwei anderen NPC-Vögel sind. Da ist einer. Ist das der Bauherr? Machst du schon etwas? Ah, du hast sogar Werte. Okay, arbeite. Ja, arbeite. Aufnehmen. Ja. Sehr ermüdend, hä? Und die andere ist irgendwo hier hinten gewesen. Ist die immer noch hier hinten? Da hat es noch Früchte am Baum. Ah, das sind die wieder. Okay, das sind einfach Nüsse, die am Weihnachtsbaum platziert sind. Aber die habe ich schon eingesammelt. Okay, aber einen anderen NPC sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Da drüben, hä? Was machst du so weit weg? Das Dorf ist noch nicht hier. Hallo. Ja, du weißt nicht, was du machen sollst, hä? So weit weg zu sein. Na gut. Sternfruchtbestand. Okay, cool. Aber schön, für den Start ist es eigentlich noch gut gegangen, weil ich kenne den Mod natürlich nicht. Wie auch schon so wieder verändert hat sich seit dem letzten. Also, ich habe ihn schon mal gespielt, aber da war er noch sehr unfertig. Das war schon so Ewigkeiten her. Könnt ihr ja mal suchen nach Drago Basler in meinen Kolonies, wenn ich den mal gemacht habe, längere Zeit. Es müsste so 2017, 18 gewesen sein. Jo. Okay, genau, dann werde ich mal noch diese anderen Früchte holen, Setzlinge holen. Und einfach mal schauen, habe ich noch irgendwo Erde? Oder muss ich das ganze Rathaus nochmals um? Ich würde das schon gerne dort lassen. Sonst müssen wir halt einfach Erde ercheaten irgendwann mal. Wenn es zu lange, also zu große beansprucht oder Mengen beansprucht, weil sonst ist irgendwann mal die ganze Map kaputt. Wäre ja nicht gerade so gut. Aber komischerweise muss ja alles ausgefüllt sein. Es kann ja nicht draufgeklatscht werden. Das heißt, es muss von unten bis oben alles zugebaut werden. So, was wollte ich noch machen? Genau, die Setzlinge. Da haben wir irgendwo noch kurz Erde. Nö. Also, ich brauche die Setzlinge, ich brauche Kirschenstamm, ich brauche die Setzlinge. So, und dann muss ich noch mehr anpflanzen. Und wo wollen wir jetzt die Erde sammeln? Ja, es ist ja auch schon so lange.
her seit dem Start des Videos. Das Video wird fast zu lange. Also, ich muss die Erde leider jo, schon mal abgeben. Und ich werde einfach hier drüben dann noch ein bisschen anpflanzen. So, Bauoptionen. Ah, das ist mein nächster gekommen. Okay. Inventar, wo war Inventar? Hä? What can I do for you? Ja, das ist er nicht, das ist der Okay, andere. Ist das das great to see Inventar? you. Stimmung, Inventar. Wieso hast du die anderen Blöcke nicht mehr? Hast du die abgegeben? Okay, gut. Dann hier. Hast du die Blöcke jetzt hier hingetan oder so? Wo ist jetzt dieses? Ah, weil die hier sind, okay. Gut. Ja, dann brauchst du eben noch mehr Erde. Das sind gute Bäume, die geben viele Setzlinge. Das ist schon sehr praktisch. So, jo, Holzfällerlager wäre natürlich gut, damit wir das nicht selber machen müssen. Mit Erde müssen wir eben schauen, weil Erde ja schon viel da ist, aber so umständlich immer zum Sammeln ist, langweilig zum Sammeln ist. Ob wir das vielleicht über den Steinmetz auch besser bekommen oder der da überall alles kaputt macht, dann in der Erde drin, besser dazu kommt. Und jo, I die see müssen you. natürlich dann auch schlafen können. Die schlafen einfach hier jetzt. Okay. Okay. Im Stehen. Also du hast wahrscheinlich bei der Bauhütte drüben die Sachen jetzt, oder? Ich hoffe jetzt, die sind nicht irgendwo weg. Da steht wieder gar nichts. Keine Ahnung. Inventar. Ah, hier drinnen, okay, sehr gut. Okay. Jo, dann bis zum nächsten Part. Der Dragobasel. Tschüss.